Cannabis. Schönen guten Abend, die Herrschaften, richtig, ja, servus. Ja. Hast du den Weg gut gefunden? Ja gut, mit dem Weg kann man sich nicht verfahren, ja. Du hast ein bisschen was vorbereitet. Ich bin schon ganz gespannt. Ich freue mich und ich gebe jetzt mal das Wort. Ja, erstmal wunderschönen guten Abend miteinander, ja. Stefan, ja, vielen Dank für die warmen Worte. Jetzt, wo du hier stehst, muss ich sagen, der Stefan ist ein ganz feiner Kerl, ja, ein absoluter Siegertyp. Und Moment, ich muss sagen, der Stefan Sieger ist für den FCA das, was Meister Propper für die Küche ist, ja. Der hält den Stall sauber und so weiter, ganz ein bisschen Gottes, ja. Eine ganz besondere Ehre, heute hier bei Ihnen zu sein und ein bisschen eine Laudatio zu halten. Ja, richtig, ja. Angst, du lachst schon, ja. Und zwar, ich bin, es weiß fast keiner, erst seit etwa einem Jahr im Vorstand von dem FCA, ja. Ich wurde damals von meinem guten Freund Dietmar Hopp gefragt, ja, ich glaube, er ist leider schon weg, ja. Schade, wir gehen morgen nämlich noch golfen, ja. Auf jeden Fall fungiere ich beim FCA als Lichtgestalt, ja. Von daher seht ihr mich sehr selten, ja. Meistens seht ihr nur meinen Helikopter, ja, richtig, ja. Ja, gut. Und ich muss sagen, was wir dieses Jahr erlebt haben beim FCA, sucht seinesgleichen, ja. Eine Riesenfamilie, positive Stimmung, ja. Und ich muss sagen, sowas habe ich selten gesehen. Dafür herzliches Kompliment und Dankeschön, ja. Wenn wir jetzt uns das Jahr nochmal vor Augen rufen, muss ich sagen, es fing ja alles sehr gut an im Januar, ja. In der Rückrunde der Oberliga mit einem 4:0 Kontersieg, ja, gegen Freiberg. Nico Groß, ja, du weißt noch genau hier, ja gut, mit 3 Toren, da warst du maßgeblich beteiligt, ja, das war ein super Start, ja, und man hat schon gesehen, in welche Richtung es gehen kann, ja, aber sicher war ja nichts. Und dann hatten wir natürlich ein kleines Tief, so Ende März, Anfang April, ja, da lief es ein bisschen holprig, da hatten wir ein bisschen Sand im Getriebe, würde ich sagen, ja. Ja gut, aber der Guido hat es dann ganz clever gemacht, der hat gesagt, Männer, ich streich's Bier, jetzt gibt's nur noch Wasser, ja. So, ja, da hatten wir, ich glaube im April war es oder war sogar schon Mai, ein richtungsweisendes Spiel ja beim Karlsruhe SC Sportclub 2, Matze, du weißt noch. Da lagen wir auch 1-0 hinten und haben den Bock noch umgestoßen mit einem 3-1. Ja. Und dann war ja alles angerichtet ja, für das große Spiel in der Oberliga, Erster gegen Zweiter. Ja. Nöttingen damals, Tabellenerster, kam zu uns ja, mit 2 Punkten Vorsprung. Und wir mit einem 1:0 Heimsieg haben wir die vom Thron gestoßen, der richtige Süle, ja. Und dann, denke ich, war die Katze im Sack, ja. Und ich weiß es nicht mehr ganz genau, wer hat da nochmal das Tor geschossen? Wisst ihr noch den Namen von dem Spieler? Wisst ihr das? Englert. Englert? Ja, Max Englert, richtig. War der Pep Guardiola nachgefragt, deswegen. Das ist ein super Spiel, ja. Und ja, dann hatten wir natürlich noch ein anderes Highlight, ja, nämlich das Pokalfinale, ja. Wobei, ich darf nicht zu früh vom Pokalfinale reden, wir hatten auch noch das Saisonendspiel in Spielberg, ja. Und da hat ein Mann, er hat das entscheidende Tor in der 93. Minute gemacht, ein Traumtor. Ich weiß nicht, wo er gerade sitzt, der Roberto Pinto, da hinten ist er, ja, der Zug, der schön, Roberto Pinto, ja. Damals sehr mit 3:0 den Aufstieg perfekt gemacht, ja. Ich muss sagen, ja, kann man sich ein Karriere in die schöner vorstellen? Nein. Das war der richtige Zeitpunkt, um aufzuhören. Also, ich habe danach gleich meine Frau angerufen und gesagt, Schatz, das war's. Und, du bist jetzt seit Sommer diesen Jahres ja als Sportleiter bei der zweiten Mannschaft, bei den Akteuren des FCA, ja. Wie war die Umstellung für dich und wie gefällt dir der neue Job, ja? Sehr gut. Ich muss sagen, in meinem Team um Andreas Kocher, Michael Stickel, Thomas Hildenbrand, den habe ich vergessen, Johann, Mo und Adil, Jungs, eine richtig geile Gruppe. Und deswegen macht es mir auch enorm viel Spaß, mit den Jungs zu arbeiten und auch ein dickes Kompliment die da hinten sitzt. Ich muss sagen, ich habe nicht gedacht, dass wir so eine gute Runde spielen. Nach den ersten 2, 3 Spieltagen dachte ich, oh je, je. Aber nein, ich muss sagen,
Wir haben eine überragende Entwicklung genommen. Wir stehen zu Recht da auf dem dritten Platz und ich hoffe, dass wir in der Rückrunde noch den einen oder anderen Punkt holen. Also vielen Dank, ich denke, du hast alles gesagt und auch ein Riesenkompliment an die zweite Mannschaft. Ja, ich denke, ihr spielt eine super Runde. Ja. Ihr habt es gut für den oben, seid oben dran. Ja. Und von daher macht genau weiter so und ja, alles Gute für euch. Ja, richtig, ja. Kommen wir zur ersten Mannschaft, ja, zum Steckenpferd des Vereins, ja, richtig. Dann hatten wir natürlich noch ein Pokalfinale, ja, hier gegen Nötting auch wieder, ja. Es war angerichtet für die Revanche für Nötting, aber wir haben sie nicht zum Zuge kommen lassen, dank eines Mannes, der ja schon eigentlich seine Karriere beendet hat. Ich darf mal kurz fragen, wo Manuel Kaufmann ist, gell? Morning. Manuel, ja, der Torschütze des Finales, ja. Pokalspiel hatte noch ein längeres Gespräch, ja, da hätte ich gesagt, Manu, werd lieber Kaufmann, ja. aber dann hast du nochmal beide Kreuzbänder in die Hand genommen, ja. Hast du in der Schule alles gegeben, ja, per Kopf, per Fuß, per Mettesacker, ja. Und du hast natürlich auch das entscheidende Tor geschossen, ja, wie war das für dich? Da versteckt sich die Sprache, ja. Ja, war natürlich zum dass er da das Spiel gewonnen hat. Aber das finde ich dann sofort klar, dass du noch ein Jahr dranhängst, oder war das eine enge Partie in deinem Kopf? Das war eine enge Partie. Du hast Geld geschickt, ja. Ja, vielen Dank und schön, dass du noch bei uns bist. Wir freuen uns alle. Jetzt in der neuen Saison, ja, spielen wir, denke ich, auch mit der Regionalliga-Mannschaft wieder eine hervorragende Saison. Ja. Ich denke, ja, richtig, das ist natürlich ein Zeichen auch, ja, der guten Trainerarbeit, ja, und dass auch das Umfeld alles mit hervorragend mitarbeitet. Ja, wir können hier ohne Druck arbeiten, haben echt, auch wenn wir mal eine Niederlage haben, immer die Ruhe bewahrt. Und ich denke, das ist eine ganz große Stärke des FCA. Ja. Und ja, richtig, ja, ich denke auch, dass das in der Regionalliga seinesgleichen sucht. Ja. Von daher mal großen Applaus für den Verein und für das ganze Konzept. Ja. Ich möchte den Trainer Matthias Born kurz nach vorne bitten für ein kurzes Statement. Du darfst dich auch gerne erheben, ich komme auch gerne zu dir. Ne? Hast du ein bisschen Muskelkater? Kaiser, vielen Dank. Kaiser Max, eins vorab, Wechselfrist endet 31. Januar. Von daher bin ich gespannt, was noch für Fragen stellst heute Abend. In meinem Vertrag steht, glaube ich, eine beidseitige Option und ich habe eine gute Abfindung von dem Markt. Du bist sehr groß, wenn man es eigentlich. Ich bin nächstes Jahr dabei. Das hoffe ich doch, ja. Otze, für dich war es auch neu, wir hatten es vorhin kurz, ja, als Cheftrainer, ja, dir war relativ schnell klar, dass du das machen willst. War es für dich am Anfang eine große Umstellung? Musstest du den Jungs anders begegnen oder wie war das für dich am Anfang? Es war keine große Umstellung, ja. Die Umstellung, die bei mir schwierig war, war, dass ich immer mitspielen kann. Ich habe es die letzten zwei Jahre genossen, mitzuspielen. Da musste ich mir umstellen, weil er selbst weiß als Spieler, wie es ist, wenn der Trainer mitspielt. Und das fällt mir heute auch schwer. Zu der aktuellen Saison, wir sind jetzt momentan auf dem 6. Tabellenplatz. Ja, ich denke, man muss sagen, dass die ersten drei da zurechtstehen. Ja, die spielen auch vom Etat her in einer anderen Liga und von den Fans. Wir sind jetzt 6. und haben Tuchfüllung auch zum 4. Wie zufrieden bist du mit dem bisherigen Saisonverlauf? Bin mittelmäßig zufrieden. Ja. Wir haben vorneweg 12 Punkte verschenkt. Da kannst du ausrechnen, wo wir stehen würden. Ich gehe mal davon aus, dass die ersten drei alle mit dem Lizenzantrag Probleme haben. Ja, da rechnen wir durchaus noch Chancen aus, dass wir noch reinstechen können in die Aufstiegsrunde. Ja, das ist eine sehr optimistische Aussage. Und ich denke, dann können wir in zwei Jahren zweite Liga spielen. Ja. Danke, Matthias Born, vielen Dank. Kommen wir nochmal zu ein paar Spielern von unserer Mannschaft. Ja. Ich muss natürlich einige Akteure herausgeben, ja, auch wenn der Tom Schadler mich gerade total blendet. Ja. Wir haben natürlich jetzt auch hier den Nico Hilfebrand. Ja. Wenn der dazwischen kommt, dann hat er jetzt kein Gras mehr. Ja. Also wenn der zu Drehschauen setzt, dann haut sich die Fußbaumkugeln von der Pfanne. Ja. Das muss ich mal kurz gucken, wie kannst du deine Kampfbereitschaft ein bisschen ganz wichtiger machen. Ja. Ich würde sagen, nach ein, zwei Jahren Fußball und dann ab nach Australien.
spielen, ich habe dann einen Job bei den als Parkranger oder den Kängurus. Ja. Das ist der einzige, der den Film voll war, den ich ausgewechselt habe. Stefan Haaser, die vor kurzem noch im Profifußball waren. Ja. Und ich denke, das ist ein gutes Zeichen auch für den Verein, dass solche Spieler dann den Weg zu uns finden. Und ich denke, das spricht auch für das Konzept des Vereins. Ja. Vielleicht Stefan, ein kurzes Statement. Du bist jetzt seit neuem hier. Wie gefällt es dir? Sehr gut. Ich glaube, das war gut zu blicken. Dann haben wir natürlich den Timo Kern, der absoluten Kernspieler, der das hat schon. Ja, das ist natürlich ein gnadender Techniker, ja, dem ich auch den Sprung in die erste Liga zugetraut hätte. Ja. Ich bin froh, dass du hier bist. Ja, wenn du 20 Meter vom Tor bist, ja, dann heißt es, Mu macht die Kuh, Eukers schreibt, der Ball ist rein. Ja. Dann haben wir natürlich auch den Andi Schön, ja, ein Schönspieler, ja, schön Wetterfußballer, gnadender Techniker. Und ich habe gehört, Andi, du wirst deine Bankkarriere einleiten, ja, wie ist denn da? Vor allem, die Geld sicher angelegt wissen wollen, ja, legt es beim Andi an, der hat den sogenannten Tipico-Fonds. Also, legst du mal 10.000 Euro auf der hohen Bank an, legt es bei ihm an, ja, der geht dann ins Wettbewohner, werden wir sehen, was rauskommt. Ich selber, ja, habe das Reden in 2 Wochen so viel Geld verloren, aber das ist ja auch nicht super, ja. Ja, aber ich sag's mal, Rick, mit deinen 19 Jahren oder 20 Jahren bist du jetzt? 20 sogar schon, ja? Ich muss sagen, mit deinem heißen Körper, ja, noch sicher und so lange gehen und Fitnessstudie, eine gute Figur, ja? Sondern auch zwischen den Balken, ja? Das muss man ganz klar sagen, da gehörst du dahin, ja? Bisschen kantig und so schnapper, ja? Rick, das ist falsch, ja? Und ich muss sagen, ja, mit deinem heißen Körper behältst du im Kühlkopf, ja, hast du eine große Zukunft vor dir. Und dann kannst du auch was reißen im Sport, ja, nicht nur Volleyballplatz im Tigerschwimmbad, gell? Ja. Du musst, du siehst relativ müde aus, ja? Was besser denn morgen? Man muss auch mal andere Spieler reden, die ein bisschen in den Hintergrund geraten sind. Ja. Sehe ich zum Beispiel jetzt mal einen Jürgen Renner als Beispiel, der hat eine schwere Knieverletzung hinter sich, war Nummer 1 im Ballwurf und hat seinen Stammplatz danach verloren, aber er hat sich super zurückgekämpft, ja. Ist immer dran geblieben und hat auch im Pokal, denke ich, gezeigt, ja, dass er ein klasse Schnapper ist. Und ich finde, wir sollten ihm mal riesen Respekt dafür zollen, weil es ist immer nur von den Spielern die Rede, die auch dann die Glocken machen. Von daher großes Kompliment, Jürgen. Liegt es der Daniel Hahn. Ja. Der Daniel ist ja auch seit Februar verletzt, leider schon. Macht er mit einer langwierigen Verletzung rum. Die Ärzte wissen auch nicht genau, wann es wieder geht und ob es überhaupt geht. Und das ist einfach so, das ist die Kehrseite des Fußballs, ja. Das ist das Berufsrisiko. Aber ich finde, dass es ganz wichtig ist, dass man auch an solche Spieler denkt und ihnen immer wieder Mut zuspricht, denn er ist Teil unserer Familie und ich denke, dass wir nur als Team stark sind. Also Daniel, bleibt dran. Generell zur Weihnachtszeit sollte man auch mal schauen, Fußball ist nur die schönste Lebenssache der Welt, ja, das sollten wir uns immer wieder vor Augen führen. Also nehmt euch diese Verletzung nicht arg zu Herzen, also mir hat selber als Spieler die Kniescheiben wie Frisbees um die Ohren gehauen. Ja. Wobei ich weiß, wovon ich rede. Ja. Und wir sollten auf der Welt auch schauen, in der Ukraine oder in Afrika mit der Epidemie, ja, oder auch im Nahen Osten der Krieg. Also es gibt wirklich viele Menschen, denen es deutlich schlechter geht. Und gerade zur Weihnachtszeit sollten wir uns das mal deutlich vor Augen führen, richtig werden. So, Matze, ich habe es ja schon kurz angekündigt, ich habe meine Kontakte spielen lassen, ja, das absolute Highlight aus meiner Sicht. Ich habe einen Transfer eingefädelt, ja, für die Rückrunde, ja, weil wir das Ziel haben, eben in 2 Jahren zweite Liga. Ja. Und ums Gehalt braucht ihr euch keine Sorgen machen, das mache ich. Der Spieler war unglücklich, er war bei der WM Stammspieler, ja, bei Deutschland, ja, richtig. Und ist Weltmeister und er war zwar eher Schattenfänger statt Leistungsträger, aber der Yogi stand halt hinter ihm. Ja, ihr wisst, was ich meine. Und ja, muss man auch mal sagen. Ja. Und ich bitte Sie jetzt schon mal, sich von Ihren Sitzen zu erheben, denn wann kommt das schon mal vor, dass ein Weltmeister zu Gast in Walldorf ist? Er wird also in der Rückrunde unser Team verstärken. Von daher bitte erheben Sie sich. Es ist ein Weltmeister. Und er kommt direkt aus Arsenal London, Mesut Özil! Ja.
einen wunderschönen guten Abend. Wie sind wir? Mesut Oldeshaus, ja, ist natürlich eine große Ehre, dass es geklappt hat. Ich hoffe, der Trainer ist einverstanden mit dem Transfer. Ich habe es nicht absegnen lassen, auf jeden Fall. Aber ich denke, es sind Spieler, der jede Mannschaft verstärkt. Mesut, ja, wie fühlst du dich, was sagst du zum Empfang hier? Ich bin natürlich total euphorisch. Ich mache natürlich große Augen. Ja. Ihr dürft euch mal klatschen, dass wir gerne da sind. Versuch doch mal deine Emotionen mehr in Worte zu fassen. Ich spüre eine unbare, unvergleichbare Welle von Freude, von Dankbarkeit. Ich bin dialektisch, Sternenring, Feuer, Feuerwerk, mehr geht nicht. Es ist einfach, es gibt keine Worte für das, was ich gerade fühle. Ich muss sagen, hey, man merkt ihn auch die WM-Euphorie immer noch an, ist das so? Sicherlich richtig, ja. Moment mal, ich bin der Kaiser. Kleiner Versprecher. Ich bin natürlich euphorisch bis hinter die Zehenspitzen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin völlig happy und freue mich einfach hier zu sein im FC Astoria Waldhof. Mesut, du bist bei Waldhof, ja? Die zahlen besser als Waldhof. Ja, Mesut, der Kontakt zu deinen Eltern auch nie abgebrochen. Ja, dein Vater ist sowas wie dein Berater. Wie ist es mit deiner Mutter? Ja, ja, sie sind sehr stolz auf mich, zu Recht. Ich habe schon damals als Kind immer mit meiner Mutter an der Fleischtheke gestanden und hat sie gesagt, Junge, pass auf, dass die Augen nicht größer als der Magen sind. Das habe ich mir sehr zu Herzen genommen. Das sieht man ja richtig, gell? Mesut, ja, du warst jetzt zuletzt in England. Ja, was war für dich das Besondere an der Premier League? Das ist eine sehr, sehr starke Liga auf jeden Fall. An der Premier League gefällt mir besonders, dass ich da eine sehr hohe Prämie kriege. Richtig, du schaust halt gerne aufs Geld, ja? Wie hast du dich mit dem Linksverkehr zurechtgefunden? War das eine große Umstellung? Das war natürlich schwer am Anfang, aber mir ist das natürlich egal, weil ich spiele am meisten in der Mitte. Okay, Mesut, du hast mir vor dem Auftritt noch erzählt, dass du uns was als Gastgeschenk mitgebracht hast, ja, so eine Tradition aus der Türkei. Das ist normal beim Transfer. Um was geht's da genau? Das ist richtig, Kaiser. Danke. Ich habe euch ein kleines Lied mitgebracht. Euch natürlich auch. Bei uns in der Türkei ist es gang und gäbe, also mein türkischer Brauch, ein Volkslied. Dazu bitte ich einmal den Matthias Born, den Trainer, vor. Matthias, Trainer, bitteschön. Und die restlichen Leute dürfen sich gerne erheben und auch mitklatschen. Und übrigens auch Kaiser. Richtig, ja, solange man Knie mitmacht. Ja gut, dann würde ich sagen, DJ, ja, Spin that shit.